Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Kingdom Hearts. Hoppala, hier 93 Stufe, wir sind hier noch in Traversan, falsche Taste, und sind hier auf den Leon und auf die Yuffie gestoßen, die uns ein bisschen aufgeklärt haben, was es hier mit den Herzlosen und dem Schlüsselschwert auf sich hat. Ebenso die Erit, ich glaube sie nennt sich Erit, ist mit hat Donald und Goofy getroffen und hat ihnen auch ein bisschen was erzählt, nämlich dass der Ansem, hieß er glaube ich, Ansem, hat die Herzlosen erforscht und die Seiten über von seinen Berichten sind über die ganzen Welten verteilt und die sucht wahrscheinlich jetzt der König. Und ich bin jetzt hier gerade einfach auf dem Weg dem Leon hinterher, weil ich nämlich nicht weiß, wohin er gelaufen ist. Hat mich einfach hier nur zurückgelassen, hier mit den ganzen bösen Viechern. Alter! Ich glaube, ich muss einfach wirklich durchlaufen, oder? Ich meine... Weiterspielen. Doch, ich möchte weiterspielen. Gibt es irgendwie hier eine Strafe dafür, dass ich jetzt immer wieder hier weiterspiele, oder... Ach, der Schande. Yep. Ich glaube, am besten ist es einfach, sie von hinten anzugreifen. Yep. Haus der Welpen. Ach, das stand da, okay. Gut, ich weiß gerade nicht, wo der Leon unterwegs ist. Oder auch die Yuffie, oder wo die Erit und der Donut und der Goofy sind. Ich bin aber nur gerade auf der Durchreise. Okay. Ein bisschen mehr strategisch an die Sache rangehen. Yep. Erstmal um die kleinen Fische sich kümmern. Jawohl, die gehen. Dann können sie mich nämlich nicht so übermannen. Wo ist der nächste Kerl? Wo ist der nächste Kerl? Watschugi! Aha! Ui. Okay, jetzt kommen die fiesen, ganz fiesen Typen. Autsch. Okay, ein bisschen Abstand. Okay, wenn die leuchten, kommt wahrscheinlich so ein starker Angriff. Autsch. Okay. Ich kann ungefähr mit denen mithalten. Yep. Autsch. Yep. Oh, Double Kill. Kein Double Kill. Okay, da war noch einer gewesen. Hüp. Watschugi. Also, es wird doch was. Es geht schon besser. Gib mir alte Kugelchen. Ich will meine Smarties haben. Ich brauche die Vitamine. Ah, super. Yep. Yep. Na, warte. Yep. Gut gekontert. Aber dann noch erwischt. Haha. Aus der Luft gefischt. Jawohligen. Hallo? Ja. Super, das sind viele. Ach, doch. Yep. Wupp, komm schon. Erwischt. Einer vorbei. Okay. Und ausgewichen. Aha. Hüppala. Bleibst du wohl stehen? Aha. Gut, für die brauche ich jetzt auch nur noch 3 Hebe. Autsch. Jo. Pa. Ich soll mich hier nicht um die kleinen Fische kümmern. Sie sollten mich nicht unterschätzen. Schaut euch hier die Muni an, was ich sammle. Und die Erfahrungspunkte. Jupp. Und jupp. So, wo geht's weiter? Da unten? Da oben? Ich habe keine Ahnung. Ah, ne, stimmt. Da waren Feinde aufgetaucht. Okay. Am besten hier nach vorne locken, wo ich ein bisschen mehr Freiraum habe zum Kämpfen. Kommt her. Ich war an euch. Taucht ihr hinter mir auf? Nein? Die trauen sich nicht aus der Gasse raus, was? Ja, die trauen sich nicht aus der Gasse raus. Gut. Wenn ihr nicht auf mich zukommt, dann komme ich halt auf euch zu. Bitteschön. Yep. Aha, ich bin schon so stark, ich brauche nur noch einen Hieb für die. Achtung! Bam! Changa! Hehe! Oh, so langsam kriege ich den Dreh raus. Ja? Und da merke ich auch, wie stark so ein Schlüsselschwert sein kann. Das sind die Kanten, die machen besonders Schaden, hä? Wo bin ich jetzt eigentlich auf dem Weg, hä? Kleine Katzin, hä? So lange wie es lädt. Die Lichter, waren die schon vorher da, oder? Oh je. Donnerwetter, sind das die Herzlosen? Sind zwei Herzlosen. Oh, wie?
Oh, jetzt hat sich das Team auch endlich zusammengefunden, ne? Ach ja? Der Schlüssel. Ja, und ich bin Sora. Guten Tag. Oh, lass mich raten, das ist so ein Szenario von Endstadion oder sowas. Okay, ihr nehmt die links, ich nehme die rechts und dann... Alter, du hast ja was drauf. Yep. Aha. Alter, oh. Ah, sehr gut, Goofy. Dankeschön fürs Durchbrechen. Ja, ich komme ja schon. Keine Sorge. Ich schöpfe sie mir in den Hintern rein. Das ist am effektivsten. Ja. Wir ergeben wirklich ein gutes Team. Angriff, Defensiv und Magie. Oh, das ist ein großer Kerl. Moment, ich werde angerufen. Kurze Unterbrechung. So, da bin ich wieder, meine Damen und Herren. Alter, das war jetzt ein Anruf gewesen. Würdet ihr nie drauf kommen, das war von der Arbeitsagentur gewesen. Da musste ich mich ja anmelden, hat mir ja mein Vater erzählt. Und dann habe ich da dem Mann am Telefon erstmal ein paar wichtige Infos gegeben. Und auch wegen meiner, wie das dann alles abläuft. Aber hey, das ist schon wieder so der Ernst des Lebens. Und jetzt zurück hier in Kingdom Hearts. Meine Fresse. Wo nämlich auch jetzt mein Leben auf dem Spiel steht. Das ist jetzt ein Übergang. Okay, Leute, legen wir mal los. Ach du andere Schande. Ja. Uiuiui. Abstand, Abstand, wenn er angreift. Autsch. Ja, ja, ja. Jawohl, so wird's gemacht. Ja. Abstand, 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 wenn er angreift. Autsch. Ich sag doch Abstand, wenn er angreift. Okay, bam, bam, bam. Finde ich cool, dass er selber in die Luft springt. Au, 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 au. Hat mich Donut geheilt? Danke schon, mein Freund. Also mein noch nicht Freund, aber Teamkamerad. Au, 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 au. Ja, ja, nicht aufgeben. Wir schaffen das. Hier springt doch noch mal ein bisschen auf uns rum. Denkt er etwa, wir sind kleine Kakerlaken, hä? Vergiss es. Okay, mir wird sogar mir wird angezeigt, wie viel Magie und KP sie auch haben. Es wird mir nur nicht angezeigt, wie viel Gesundheit der Typ hat. Yep. Okay, okay. Aber je verzweifelter der wird, desto mehr. Oder wir müssen einfach alle seine Gliedmaßen zerstören, bis er zusammenbricht. Das sieht für mich logisch aus. Weiter geht's. Wir haben ihn gleich. Nur noch zwei Stücke. Yep. Yep, yep, yep. Alter, schaut euch die ganze Gesundheit an. Okay. Nur noch Körper und ein Handschuh. Na. Ja. Komm schon. Noch ein bisschen. Der bricht gleich zusammen. Ja. 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 Na, warte. Den will ich das Hinterteil verschließen. Damit richtig drücken. Arsch. Donners Heilung. Okay. Potion. Ja, ja, ja. Habe ich ihn geheilt? Okay, er hat mich, glaube ich, geheilt. Dankeschön. Moment, ich will auch dich heilen. Ja, bitteschön. Du hilfst mir, ich helfe dir. Wir sind ein Team. Wir schaffen das zusammen. Yep. Alter, der Goofy hat ziemlich viel Gesundheit. Beeindruckend. Ey, kommst du wohl runter? Yep, yep, yep. Ah, ja. Tatsache, wenn wirklich seine einzelnen Teile zerstört. Level up! Tragbare Items, Angriffskraft, Maximum HP und der letzte Schlag. Ja, super, jetzt hat er die Vibrator-Funktion aktiviert. Jetzt geht er aber hoch hier. Okay, das Herz ist draußen und wird er jetzt wieder zum Menschen oder... Nacht Schia-Reif erhalten. Also geht jetzt das Herz wieder zu seinem richtigen Besitzer zurück oder wie läuft es jetzt ab? Ihr habt mich also gesucht? Mhm. Die haben auch den gesucht, der die Macht über das Schwert hat. Hey, warum kommst du nicht mit uns? Wir können mit unserem Schiff zu anderen Welten fliegen. Vielleicht kann ich ja so Riku und Kairi finden. Deshalb schließt er sich an, weil sie die gleichen Ziele verfolgen, hä?
Bist du sicher? Wer weiß. Aber ohne ihn finden wir seine Majestät nicht. Ihr wisst, dass ich euch hören kann, oder? Sora, geh mit ihnen. Vor allem, wenn du deine Freunde finden willst. Ja, verstehe. Aber so wie du aussiehst, nehmen wir dich nicht mit, verstanden? Hä? Was meinst du denn damit? Ja, du musst lustig aussehen, wie wir. Unser Schiff fährt nur, wenn wir lächeln. Was ist das denn für eine Logik? Er hat gerade er sucht seine Freunde, er hat wahrscheinlich seine ganze Welt verloren. Wie kann er da lächeln? Da bringst du sie zum Lachen, aber mich nicht. Gut, warum nicht? Ich komme mit euch. Gestatten? Goofy? Ich bin Sora. Einer für alle, alle für einen. Fällt mir gerade auf, Donald Duck, Mickey Mouse, Goofy. Er hat keinen Nachnamen, er ist einfach nur Goofy. Ich glaube sogar, unser Sohn Max heißt, glaube ich, auch Don. Max Goofy, oder? Goofy Goofy. Hör? Hat der Pimpf diesem Herzlosen einen Dämpfer verpasst? Wer hätte das gedacht? Hades? Es ist die Kraft des Schlüsselschwerts. Jafar. Das Kind allein ist nicht so mächtig. Warum machen wir aus ihm keinen Herzlosen? Ursula. Dann ist die Sache schnell. Noch die größten Disney-Bösewichte. Captain Hook. Sind die Lakaien vom König. Teufel, so wie die aussehen, sind das alles Kanalratten. Du bist auch nicht gerade preisverdächtig. Der Boogeyman. Halt den Mund. Genug. Das Schlüsselschwert hat ihn auserwählt. Maleficent, oder? Maleficent? Wird er die Dunkelheit besiegen? Oder wird die Dunkelheit ihn verschlingen? Wie auch immer. Er könnte durchaus nützlich sein. Es ist schon cool, dass ich dadurch, dass ich die ganzen Disney-Sachen kenne, dass ich die Charaktere wiedererkenne. Wenn ich jetzt da irgendwie Sachen von Final Fantasy nicht erkenne, gut, aber wie gesagt, ich bin eher mit Disney dann vertraut. Bereite dich gut auf die bevorstehende Reise vor. Wir wissen nicht, wie weit sich die Herzlosen ausgebreitet haben. Sieh dir mal die Lane an, da kann man nette Sachen kaufen. Das ist von uns allen. 100 Taler erhalten. 100 von uns. Okay. Danke. Auch wenn ich selber so viel ausgesammelt habe. Verwende es, wie es dir beliebt. Viel Glück. Ich hoffe, du findest deine Freunde. Pass gut aufeinander auf. Lass den Mut nicht sinken. Okay, ich weiß immer noch nicht, wie ich ihn sprechen soll. Die Guppy-Chat steht draußen vor dem Tor. Ich glaube, das ist die beste Stimme, die ich hinkriegen kann. Der Gummi. Von einem Speicherpunkt kann man auch in den Gummichat einsteigen. Oh, gut. Einfach das Speichermenü aufrufen und Gummichat wählen. Aber man kann den Gummichat nicht von allen Speicherpunkten besteigen. Der was? Das ist unser Schiff. Warte, bis du es siehst. Warte kurz. Sora, das ist für dich. Die Kraft der Hitze erhalten. Das Kommando Magie führt Magie aus. Über Einstellungen im Menü können zur schnellen Ausführung von Magie Kombitasten festgelegt werden. Magie verbraucht MP. Ether oder auch Angriffe auf den Gegner können die MP heilen. Jetzt kannst du auch Magie verwenden. Goofy, gib ihm das andere Zeug. Was? Du weißt schon. Oh, ja. Sora hat Purzelbaum gelernt? Durch Ausrüsten mit Abilities erhalten... Sora und seine Freunde neue Fähigkeiten. Einige von ihnen müssen mit Quadrat ausgeführt werden, andere sind bei ihrer Ausrüstung aktiviert. Unter Ability im Menü können die Charaktere mit Abilities ausgerüstet werden. Zum Ausrüsten braucht man RP. Mit diesen Abilities kannst du alles Mögliche machen. Schätze, wir sollten uns unterwegs mehr von diesen aneignen. Okay, war's das? Lass uns gehen. Erst wenn wir fertig sind. Ich sehe große Abenteuer auf sie zukommen. Als Chronist werde ich alles in meinem Tagebuch niederschreiben. Alter, so viele Stimmen, die ich sprechen muss. So, das Team ist zusammen. Wunderbar. Also, ich möchte erstmal Abilities. Sora,
Nur Taste drücken, um den gegnerischen Angriff. Ah, jetzt haben wir was zum. Wunderbar, jetzt haben wir was zum Ausweichen. Goofy-Rakete, was fliegt auf das Ziel zu und schlägt bombig ein? Spezialattacke. Muss ich die irgendwie für ihn selber ausstatten oder Ausrüstung? Königsanhänger, der Schwertanhänger offenbart die wahre Gestalt des Schwertes. Die Anhänger sind die Quelle der Kraft. Aha. Mal sehen, da was. Abwehrkraft steckt geringfügig. Okay. Ich kann also drei Sachen gleichzeitig ausrüsten. Maximum HP und Angriffskraft greifen. Angriffskraft steigen geringfügig. Aha. Ich werde das erstmal alles machen. Zauberstab, das ist wahrscheinlich, das ist seine Grundwaffe. Magische Kräfte schlimmern in diesem Stab. Okay, ich habe keine anderen Sachen, weil ich die schon Sora gegeben habe. Also ich habe die nur einmal. Ritterschild, ein standardsmäßiger Schild für Ritter. Gut. Einstellungen. Sora. Ah, okay. Ein kleiner Feuerball wird abgefeuert. MP verbraucht bleibt minimal. Okay, probieren wir das mal aus, oder? Kann ich das ausprobieren? Nee, wahrscheinlich jetzt nicht im Kampf, oder? Oh! Jiu! Jiu! Hui! Wahoo! Yeah! Mir wird schlecht! Bull. Gut, also, jetzt haben wir unsere Ausweichfähigkeit und... Oh, was ist denn jetzt? Sag mal, dieses komische Zeichen. Naja, die habe ich schon gesehen. Fällt es nicht irgendwie auf? Dies ist ein Trio-Symbol. Man findet es vielerorts und in verschiedenen Farben. Anfangs reagieren nur die Blauen. Auf diesen Symbolen können Sora, Donut und Goofy ihre Kräfte vereinen und eine Trio-Tech ausführen. Bitte was? Was? Ja, Fragezeichen. Was soll denn dies bedeuten? Magie? Feuer? Feuer! Okay, untersuchen. Lässt sich nicht öffnen. Sehr suspekt. Angriff. Nee, immer? Kann ich immer noch nicht öffnen? Okay. Kann ich mit euch reden, Leute, hä? Wie geht es, Leute? Ja, ganz gut, es geht und steht. In Travers Nord leben die Dalmatiner, Pongo und Perdi. Ja, ich drück weiter, also, stimmt etwas nicht? Die Dalmatiner sind sehr verzweifelt. Sie haben ihre Welpen verloren. Squall macht sich ständig Sorgen um sie. Nenn mich Leon. Squall ist sowieso ein Spitzname für ihn, hä? Sora, kannst du auch schon nach den Welpen halten? Hilf ihnen bitte. So, jetzt habe ich den Auftrag, oder? Gut. Kann ich mit dir noch reden? Bitte finde die Welpen für ihn. Ja doch, ja, ich hatte einfach mal Ausschau, wenn ich so ein kleines Bündel sehe. Hui! Gut, was passiert, wenn wir da jetzt drauf gehen? Was passiert hier? Triotech. Hä? Hä? 1, 2, 3, go! Ah, und teleportiert. Truhe? Simsalabim? Klopf, klopf. Hallo! Ach, eine Postkarte. In der Truhe. Das muss ja gar nicht wertvoll sein. Und wie kommen wir jetzt wieder runter? Spring einfach. Hui! Yep. Okay. Oh, das ist so viel. Also 10 Postkarten hier, das muss man finden. Findet man die auch noch in dem Rest der Stadt? Oder sind die in anderen Welten dann verteilt? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal hoch. Irse! 1, 2, 1, 2, 1, 2. Schmeiß! Und Feuerball! Ach so, verstehe. Bei Kommandos muss ich so Magie einsetzen. Und im Kampf kann ich jetzt meine... Kann ich die Taste drücken, um die Magie einzusetzen, die ich jetzt ausgesucht habe. In dem Fall war es jetzt für mich die Dreieckstaste. Oh ja, ist in Ordnung. Gut, hier kann ich ja noch nichts machen. Zunächst gehen ja nur die Blauen. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit jetzt ich bis dann... Goofy, was machst du nur da oben? Ich tu ein bisschen die frische Luft hier genießen. Ach, hier? Speichern. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich jetzt gespielt habe, aber machen wir jetzt... Ich denke, das ist ein guter Punkt, den Part zu beenden, weil... Jetzt würden wir ja mit dem Gummijet dann in neue Welten aufbrechen. Und das finde ich jetzt, fand ich jetzt wirklich cool, diese Szene, wo man die ganzen großen Bösewichte gesehen hat, auf die wir wohl im Spiel treffen werden. Das waren jetzt die Welt von Herkules... Die Welt von Peter Pan, die Welt von Ariel, die Welt von Nightmare Before Christmas und die Welt von Aladdin. Ah, sehr cool. Nice, nice, nice. Bin ich auch schon gespannt. Soweit ich ja gesehen habe, ist, die verändern ja ihre Gestalt, je nachdem in welcher Welt sie sind, dass sie halt
sage ich, thematisch nicht auffallen, dass die da dazu passen. Und ja, meine Damen und Herren, mit Goofy und Donut geht's dann nächstes Mal dann auf in neue Welten. Ich freue mich schon drauf, also es macht wirklich Spaß. Es ist halt wirklich alles noch so der Einstieg, die ersten Schritte, das Kennenlernen des Spiels. Und für mich, es macht aber dennoch Spaß, das alles so kennenzulernen. Und es ist schon unterhaltsam. Und wenn es auch Ihnen gefallen hat, meine Damen und Herren, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung von Kingdom Hearts. Bis dann, ihr 93 Turbo. I love to entertain you. Tschüss and wow, Chucky. Goodbye. Schön, dass du runtergekommen bist, Goofy. Ja, auf den Boden der Tatsachen. Ich mag die beiden. Ganz ehrlich, ich mag die beiden. Besonders Goofy. Bisschen verrückt, aber lustig. Also, Tschüssikowski.